Mann, der Typ. Wo ist er? Aha. Oh, der Wächter in Kombination mit dem Befehlshaber war Wahnsinn. Okay, dann wieder zurück zu unserem Super. Da hinten ist er. Ah, ein bisschen Energie sammeln, sehr gut. Ja, du entkommst mir schon nicht. Nee, jetzt krieg ich dich. Ohne Gnade. So. Oh Mann. Das war stark. Den Polemarchen. Die Armschienen der Dikastes haben wir jetzt. Neue Gravur. 15 Sekunden eine ISO-Aufwertung. Okay. Aber wir haben das Doma hier noch nicht erledigt. Okay, kletter mal wieder hier hoch. Aber, oh, jetzt habe ich nicht... Ah, jetzt bin ich mit den Zählen durcheinander gekommen. 17 oder sowas. Na, na gut. Wo war jetzt? Jetzt fehlt uns noch... Zwei Fackeln fehlen. Da drüben ist eine. Und immer noch ein Befehlshaber. Ich halt's nicht aus. Eine Fackel ist hier drin. Naja, kommst du wieder nicht rein, ne? Wo ging's denn hier mal rein? Da drüben war wieder nichts. Hm. Eins tiefer, oder? Ich weiß es jetzt gerade nicht. War das wieder eins tiefer? Da unten, ne? Ich glaube, es die eine Fackel war hier unten. Ja. Na los, komm, Fackel. Und da fehlt uns immer noch eine. Hier. Ich halt's nicht aus. Wir spielen schon Stunden nur an diesem... Naja. An diesem Eindoma. Da ist noch der letzte Befehlshaber. Wie sieht's adrenalintechnisch aus? Gut. Er ist schon ein wenig angeschwächt. Hä? Nee, das war gar kein Befehlshaber. Das war nur so ein Pillepalle-Typ. Okay, wir suchen mal noch ein bisschen mit unserem Vögelchen. Mal schauen, wo... Ja... Da drüben ist ein Befehlshaber. Oh, ist immer noch so viel. Ey, hier sind bestimmt... Was ist denn da noch? Okay... Ja, was denn? Was ist denn da? Sprich dich ruhig aus. Das gehört auch noch alles dazu. Oh, Wahnsinn, wie groß das ist. Da ist die Fackel. Ja, jetzt habe ich sie gesehen. Und wo, was ist hier? Noch ein Schatz. Aber hier unten waren wir doch drin. Komisch, das scheint... Ja, ich bin niemand. Siehst du das? Das ist bestimmt schon Nummer 20. Zack. So. Aber wo dieser Eingang zu dem... Warte mal, ich müsste mir mal markieren.
unter uns auf jeden Fall. Aber da komme ich von hier nicht, nein. Mal gucken, wann wir hier irgendwo reinkommen noch. Hier. Nee, hier war nur so ein... so ein Mini-Dings. Ah, ich finde mich nicht so recht hier. Da. Ist das unter Wasser vielleicht? Das wäre natürlich ein Ding. Nee, hier ist nix. Halt. Nee. Aber das wäre natürlich der Hit. Aber da ist es nicht. Ja, das ist natürlich schon toll. Mal gucken. Kommen wir hier irgendwo rein? Nein. Hier nicht? Nee. Was ist denn hier? Hä? Du kannst... Warum kannst du da nicht durchschwimmen? Was ist denn mit dir? Ich muss mir das mal markieren da unten. Meter. Aber es zeigt nach unten. Tja. Schwierig. Röhrig. Oh, hier ist wieder alles voll. Voll Tipis. Ja, natürlich. So. Du bist der letzte Befehlshaber. Seh's dir an. Ja. Komm raus. Na komm schon. So. Das tust du wohl. Mist. Oh, jetzt muss ich weg. Und tschüss. Ja, mach's gut, Junge. Komm und komm wieder raus. Komm, ich warte hier auf dich. Oh Mann. Den letzten Befehlshaber haben wir erwischt. Du branntest. Aber ich weiß nicht, wie ich zu dem Dings da kommen soll. Irgendwo ging es nochmal nach unten. Doch, das stimmt. Okay, gehen wir erstmal zu dem Schatz da. Der ist vielleicht erstmal am einfachsten. Hast du gedacht? Warte mal, hier drin vielleicht? Nee, der ist auch noch tiefer. Mann, Mann, Mann. Hier. Kommen wir jetzt zum Schatz? Okay, da haben wir jetzt schon mal den Schatz wenigstens. Alles gut versteckt hier. Alles gut versteckt. Aber wir kommen nicht zu diesem Kodex da unten. Weil ich nicht weiß, wo der ist. Hier, ich will hier noch nach unten springen. Aber... ja. Es ist aber noch tiefer.
jetzt immer noch eine Etage tiefer. Aber es bringt mir nichts. Nee, ich find's nicht. Okay, wir gehen erstmal darüber, weil die mich so nerven. Schnapp ich mir erstmal den Schatz da drüben. Okay. Da drüben war noch eine Fackel, das stimmt. Das habt ihr gut gesehen. Hä? Und da steht noch einer. Kann ich den auch? Ja, den kann ich auch attackieren. Ja, das tut weh, ne? Du branntest, ne? So, die Fackel. Hallo, Fackel. Warst du nicht hier? Ich dachte, die wäre hier gewesen. Nicht? Ach, diese komischen... Da ist ja der nächste schon wieder. Da ist der... die Fackel war nicht hier. Tja. Jetzt finden wir wieder die Fackel nicht mehr. Mann, und da oben sind wieder neue Gegner. Na gut. Ja. Nähern uns an. Hey. Na, Junge. Machst du hier? Ach, du wieder. Lass mich doch mal in Ruhe. Bleib da schön, ja, bleib da. Hey. Ja, komm. Und tschüss. So, jetzt haben wir wenigstens endlich den Index hier, den Codex oder was auch immer das ist. Ja, endlich. Gedanken des Mniseas. Mniseas persönliches Tagebuch. Poseidons Hybris hat uns alle dem Untergang geweiht, wie auch die Zyklen dieser Stadt. Es gibt jene, die den Isu wahre Größe bringen würden, und sie stehen vor den Toren. Mensch, das hat aber jetzt gedauert, das Ding zu finden. Und dann nur so ein läppscher Text. Ich krieg's nicht hin, ey. Aber uns fehlt immer noch die Fackel. Und die müssen wir doch endlich mal erreichen. Sind wir ja so oft gestorben. Dann sollten wir die Fackel auch mal schaffen. Hoch mit dir. Wo sind wir denn hier? Ist das ein anderer Zugang nur? Ja. Ach, jetzt sind wir vor uns hoch. Raus hier. So, jetzt müssen wir da noch wieder hoch. Und die Fackel. Was machst denn du hier? Hä? Wartest du auf was? Er wartet auf seinen Henker. Okay. Au. Au. Mann. Ich mach dich kaputt. So. Na gut. Die letzte Fackel.
dachte, die wäre irgendwo. Lass uns mal da drüben hin. Ich weiß nicht, waren wir da schon? Da ist auf jeden Fall noch ein Wächter, der... Was? Ich weiß nicht, ob wir da schon waren. Irgendwo außerhalb war auf jeden Fall diese Fackel. Aber ich weiß nicht mehr wo. So, du... Na, du musst auch mal dran glauben. Die Wächter sind das Schlimmste hier. Das Allerschlimmste. Ja, natürlich machst du das. Keine Gnade mit den Wächtern. Keine Gnade. So, hier ist also nichts. Halt. Wo zeigst du hin? Ach so, du zeigst schon in nächstes Gebiet. Ja, diese scheiß Dinger wieder. Da ist nichts scheinbar. Mann, wo ist denn diese Fackel? Vielleicht auf der anderen Seite, wa? Vielleicht auf der anderen Seite. Okay, wir schauen mal, was... Hier ist eine, aber... Die haben wir schon ausgemacht. Ja. Suchet. So wirst du finden. So, jetzt sind wir wieder ein Stück gegangen. Weiter darüber. Mal sehen. Mal sehen. Da ist auf jeden Fall wieder... Oh, da ist es. Da sehe ich was. Da sehe ich was. Ja, da drüben. Okay. Ja, das sind auch unsere Freunde. Da sind wieder unsere Freunde. Da komme ich ja jetzt bestimmt bald auf 40 Gegner. Oh Gott, hier ist wieder... So, die Fackel war... danke. Danke, liebes Spiel. Da ist die Fackel, okay. Na gut. Dann holen wir uns die letzten jetzt auch noch. Komm. Die haben sich unsere Aufmerksamkeit auch verdient. Na? Dann der nächste. Oh, da steht schon. Ah, okay. Haben wir uns erstmal die Fackel. Mist. Was jetzt? Markier das Ding. Befestigtes Doma. Das war ein Kampf. Jetzt wacht der Wächter noch auf. Ist er aufgewacht? Ja, ist er. Aber wir lassen jetzt nichts anbrennen hier. Nichts lassen wir anbrennen. So. Jetzt könnt ihr mal drüber nachdenken. Ihr Mistgeburten. Haben wir das Ding jetzt erledigt? Oh, das war eine schwere, schwere Geburt. Sehr schwer. Wir gucken uns auf jeden Fall das Ding da drüben nochmal an. Mal sehen, ob das... Wo zeigt es hin? Da drüben. Okay, das schauen wir uns jetzt nochmal an. Pferdchen? Ja. Und wir haben bis jetzt noch gar nicht nach diesen Rätseln gesucht. Komm jetzt.
Jetzt muss natürlich irgendwo Wasser kommen, wa? Ja, hallo. Das trifft sich sehr gut. Ich beug mir das mal kurz. Und dann... Oh, da fahren wir mal da rein, oder? Ach so, das ist sogar eine Anlegestelle. Ja, cool. Was haben wir denn hier Schönes? Erkenntnis des Segens. Befehlshaber, Isodatbank, Erkenntnis der Hüterin, Adamantbarren. Ja, Adamantbarren, die mag ich sehr. Ich glaube, das könnte wieder etwas größer werden. Boah, die Lampen sehen gut aus. Die Lampen sehen gut aus. Hier ist gar nichts. Muss ich erst wieder hoch aufsteigen, wa? Oder absteigen, ja, genau. Oder das. Hallo? Ist hier jemand? Hallo? Ich darf mich hier nicht erwischen lassen. Nee. Mann. Mann. Der wollte nicht. Der wollte einfach nicht. So, Freundchen. Dann sagen wir erstmal hier zu dem ISO-Kodex guten Tag. IAOP, Zyklus 44.160. Bericht der Botschaften von Atlantis. Zyklus 44.160. Nachdem die Vorhersagen des Solardynamik-Observatoriums zu Sonneneruptionen beim Gipfeltreffen der drei Schwesterreiche präsentiert wurden, stürmte Hermes, Persephone, höchster Wissenschaftler, Ingenieur. Ja, was denn? Mann, lass mich doch mal ein bisschen lesen. Mann, die Nerven. So, jetzt, Schluss jetzt. Mach du auch noch. Und du auch noch. Jetzt ist aber mal gut. Mann. Ich wollte so schön lesen und ihr? Ihr macht immer alles kaputt. Also, stürmte Hermes, Persephones höchster Wissenschaftler und Ingenieur. Was davon? Die Lage zwischen den Schwesterreichen ist angespannt, aber von allen Gefolgsleuten Persephones sollte gerade Hermes der Vernunft offen gegenüberstehen. Ich komme hier zu nichts. Ich komme hier zu nichts. Ja. Na, guckst du, ne? So, jetzt aber. Also, die stürmten. Da drüben war noch... Ah, der Wächter. Na, also, die sind gestürmt. Die sind irgendwo hingestürmt, ne? Gefolgsleute Persephone sollte gerade Hermes der Vernunft offen gegenüberstehen. Unsere Delegation blieb nichts weiter übrig, als sich an Hades selbst zu wenden. Der wahnsinnige König schien fast zufrieden angesichts der völligen Vernichtung. Wir haben nun also einen König, dem es nach Blut dürstet. Eine Königin, die keine andere Wahrheit als ihre eigene annimmt. Und den Dreizack-König, der sich in seinem Turm einschließt. Es scheint, als wäre die solare Instabilität unsere geringste Sorge. Na gut. So, jetzt holen wir uns fix hier die Datenbank. Danke. Haben wir da wieder ein Fähigkeiten? Ja, hallo, Mr. Fähigkeitenpunkt. Ich freue mich. Schatz, nehmen wir. Nehmen wir gerne. Aber was machst du denn hier? Ha? Na gut.
Das wird ein wenig schwierig, so wenig Adrenalin. Wenig Adrenalin. Was fehlt uns denn hier noch? Oh Gott, hier haben wir noch einiges zu holen. Noch einiges ist hier zu holen. Fragt sich nur wo. Fragt sich nur wo. Gehen wir mal hier rein. Das sieht sehr einladend aus. Okay, das ist der Eingang, wo wir reingekommen sind. Hm. Boah, ist das toll. Hier oben. Komm ich da hoch? Na los. Und spring. Ja, du schaffst es. Du machst es sehr gut. Jetzt kletterst du mal nach links. Und weiter und weiter. Und nach unten. Und dann schnappen wir uns den Freund hier mal. Der gibt uns netterweise ein wenig Adrenalin. Dann versetzen wir ihm noch ein paar kollegiale Schläge. Und dann sind wir hier oben. Da ist wieder ein Wächter. Wir gehen erstmal hier lang. Ja, klasse, da kommen wir wieder hier runter. Hm. Das ist ja richtig toll hier oben. Hey, cool. Aber ich weiß nicht, was ich hier tun soll. Und Vogel gibt's hier nicht, ne? Hm, hab ich mir gedacht. Hab ich mir gedacht. Da spricht jemand. Hallo? Wo denn? Ach, da unten. Hier bist du also. Au. Feuer. Oh, der Wächter ist erwacht. Ja, machen wir es erstmal ein bisschen ruhig. Dann so und so. Dann ein Schlag hierher. Dann wieder ein Schlag. Ah, es geht nicht. Dann nochmal. Ja, das war gut. Okay, Befehl ist aber ausgeschaltet. Wo kam der nur her? Ja, holen wir ihn noch. Geht das hier irgendwo noch? Geht hier irgendwo noch was ab? Da ist ein Schatz. Wir sind aber... Nee, wir sind... Von da oben sind wir gekommen, ne? Okay, holen wir uns erstmal den Schatz. Vielleicht ist da drüben noch ein anderer Zugang. Na gut, wir testen mal. Wenn nicht, gehen wir mal nochmal die andere Richtung. Ja, einen Fähigkeitenpunkt haben wir. Vielleicht sind wir von der anderen Seite gekommen. Das wäre möglich, ich weiß es aber nicht. Nee. Hm. Ich glaube, wir sind von hier gekommen, ne? Ja, wir sind von hier. Mist. Also müssen wir auf die andere Seite. Aber da ging es, glaube ich, nur zur zweiten Empore hoch. Ah, schwierig. Wir probieren es mal. Wir gehen mal quer durch. Und auf der anderen Seite hoch. Ja, die gute Ausrüstung. Von außen hätten wir auch nichts scannen können, oder? Nee. Ja, wir müssen ja mal ein bisschen rumlaufen. Ist doch so schön hier.
Es hat mir so viel aufgeblinkt. Oh, da. Aber müssen wir mal gucken. Oh, hier ist aber viel. Also. Nimm schon. Okay, hier sieht's interessant aus. Hier sieht's interessant aus. Hier sieht's sehr interessant aus. Guten Tag. Segen des Kronos. Diese Fähigkeitsaufwertung ist jetzt im Fertigkeitenmenü verfügbar. Ein schöner Totenkopf drauf. Segen des Kronos. Hier wahrscheinlich. Zurücksetzen. Ach nee, das ist Zorn des Ares. Hier unten. Okay. Das ist vergiftete Angriffe. Okay. Und Segen des Kronos. Kronos schickt dir ISO-Kräfte für 15 Sekunden, also 50% mehr Adrenalin. Wenn du Schaden anrichtest, in dieser Zeit bist du immun gegen ISO-Adrenalinentzug und einfrierende Effekte. Ui. Das ist ja gut. 15 Sekunden gegen die Effekte immun. Boah. Vergiftete Angriffe. Ist das... Ja, das ist eine Fähigkeit. Das ist eine Fähigkeit, die nutzen wir aber nie. Hier habe ich auf eine zweite Belegung gesetzt, aber puh. Ich weiß es nicht. Ach, das machen wir jetzt noch nicht. Das. Ja, das ist schon nicht schlecht, der Einzug. Das ist schon echt super. Aber ich packe ja lieber eins auf Feuer wieder. Uns fehlt noch ein Adamantbarren. Na klasse. Es ist ja... Als wenn ich den jetzt hier mal so einfach finde, ne? Und wir brauchen den für die Rüstung. Oh, hier nach oben. Ach ja, da waren wir ja schon, ja. Okay, wir scannen jetzt alles ab, bis wir irgendwo noch einen Schatz finden. Halt. Da war was, hier. Oh, hier ist der Adamantbarren. Sehr gut. Ja, schönen guten Tag, Mr. Barren. Und du? Was machst denn du hier? Oh, komm. Der hat's nicht besser verdient. So. Und dann war's das mit dir. Da haben wir dieses Ding hier abgeschlossen. Können wir da irgendwie rausporten? Könnten wir tun. Jetzt fehlt uns hier noch eins. Da in der Mitte sind... Genau, die Waffe kann man herstellen. Ja, zweimal. Okay, nächste Folge. Müssen wir mal ein bisschen nach den... Ich schätze, hier könnte vielleicht der Steinbruch sein. Oder hier oben. Da müssen wir mal ein bisschen... nach den Rätseln suchen. Dann schmieden wir hier diese schönen Waffen. Ja. Das sieht ganz gut aus. Nee, ich glaube, wir jumpen erstmal. Wir machen hierher. Ah, das geht natürlich jetzt nicht. Ist klar, ich muss ja erstmal raus. Ja, aber das sage ich schon mal. Sag ich schon mal Tschüssi, ne? Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis demnächst, wenn es hier weitergeht.
In Atlantis. Wir gehen. Nee, auf der anderen Seite müssen wir raus. Also, lasst euch gut gehen. Und macht's gut. Jessie.